Dinosaurier faszinieren uns seit eh und je. Schließlich bevölkerten die mächtigen Kreaturen unseren Planeten über Millionen von Jahren. Noch immer geben uns die majestätischen Geschöpfe zahlreiche Rätsel auf und erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Nicht nur bei Kindern. Dies dürfte nicht zuletzt ihrem oftmals bizarren Aussehen geschuldet sein. So verfügten viele Dinosaurier über geschuppte Rücken, tückische Klauen oder ledrige Flügel. Ein weiteres Merkmal, das untrennbar mit Dinosauriern verbunden ist, sind ihre einzigartigen Hörner. Aus diesem Grund stellen wir dir in diesem Video 10 spektakuläre Dinosaurier mit Hörnern vor. Dir gefallen Videos über Dinosaurier und du kannst nicht genug davon bekommen? Dann bist du hier genau richtig. Abonniere diesen Kanal und hinterlasse einen Daumen nach oben für mehr Videos über die Giganten der Urzeit. Lasst uns loslegen! Der Eotriceratops. Dieser Dinosaurier zählt zur Gattung der Vogelbeckensaurier und erhielt seinen Namen, der so viel wie früher Triceratops bedeutet, im Jahre 2007. Vom Aussehen ähnelt er diesem Namensgeber, lebte allerdings einige Millionen Jahre früher. So ähnlich der Eotriceratops seinem Nachfolger auch sehen mag, in ihrer Größe unterschieden sich die beiden Dinosaurier deutlich. Der Eotriceratops kam auf eine Länge von bis zu 10 Metern, was ihn zum größten Vertreter der Gattung der Ceratopsia macht. Paläontologen gehen davon aus, dass das Tier im Gewicht etwa einem Auto entsprach und allein sein Schädel 3 Meter maß. Versehen war dieser ebenso wie bei einem Triceratops mit 2 Hörnern überhalb der Augen sowie einem weiteren an der Schnauze. Der Pachyrhinosaurus. Diese sogenannte Dicknasenechse lebte im Gebiet des heutigen Nordamerika und konnte eine Länge von bis zu 7 Metern erreichen. Das Tier war stammig gebaut und vor allem durch seinen wuchtigen Schädel charakterisiert. Auf dem Nasenbein trug das Tier eine wulstige, knochige Verhornung, die der Dinosaurier wohl in Duellen mit Artgenossen einsetzte. Der Pachyrhinosaurus verfügte über einen Nackenschild, der mit 3 Stacheln versehen war und aus dem Scheitel und dem Schuppenbein gebildet wurde. Mit einem Gewicht von rund 4 Tonnen wog der Pachyrhinosaurus so viel wie ein Elefant. Medusaceratops. Der Medusaceratops wird zur Unterfamilie der Chasmosaurine gezählt, die wiederum der Familie der Horndinosaurier Ceratopsidae angehören. Der gigantische Pflanzenfresser lebte zur Kreidezeit vor rund 77 Millionen Jahren in Nordamerika, auf dem Gebiet des heutigen Bundesstaats Montana. Er zeichnete sich durch 2 große Hörner über den Augen aus, die eine Länge von bis zu 1 Meter erreichen konnten. Mit seinem massiven, mit Haken bewehrten Nackenschild sowie den schlangenartigen Haken rund um die Halskrause erinnerte der Dinosaurier an die griechische Sagengestalt Medusa, der er auch seinen Namen verdankt. Pentaceratops. Der Pentaceratops gehörte der Familie der Chasmosaurinae an und ernährte sich von Pflanzen. Die Überreste dieser Dinosaurier wurden nahezu allesamt in der Kirkland-Formation im US-Bundesstaat New Mexico gefunden. Der Pentaceratops lebte wohl vor etwa 75 Millionen Jahren und verfügte über den größten Schädel, den je ein Landwirbeltier hatte. Mit dem Nackenschild zusammen maß dieser knapp 2 Meter und besaß 2 sogenannte Fenestrae, also Öffnungen, um das Gewicht des Kopfes zu verringern. Seinen Namen verdankt dieser Saurier den 5 Hörnern auf seinem Kopf. 2 sind über den Augen nach unten gerichtet, wiederum 2 ragen am Ende des Schildes hervor und sind nach außen gebogen. Außerdem hat der Pentaceratops noch ein Nashorn, das etwa halb so groß ist wie die beiden über seinen Augen. Sein Maul ist mit einem Schnabel versehen, der dem eines Papageien ähnelt. Diese Form lässt vermuten, dass der Pentaceratops seine Nahrung wohl genau aussuchte und nur bestimmte Pflanzen verspeiste. Meist lebte der Saurier in einer großen Herde. Seine Haut war vermutlich bunt gefärbt und sollte sowohl Konkurrenten als auch Feinde einschüchtern. Für gewöhnlich war Pentaceratops rund 2,5 Meter hoch und 7 Meter lang. Rubeosaurus. Diese Dornbusch-Echse wurde erstmals im Jahre 1928 vom US-amerikanischen Wissenschaftler George Sternberg als Styracosaurus ovatus beschrieben. 1986 wurde ein weiteres Exemplar entdeckt, nämlich in Montana im Norden der USA, wo der Rubeosaurus vor rund 74 bis 75 Millionen Jahren lebte. Erst 2010 aber konnte festgestellt werden, dass diese beiden Fossilien eine eigene Gattung ausmachten, woraufhin sie Rubeosaurus ovatus genannt wurden. Der Rubeosaurus kann durchaus als Mischung eines Styracosaurus und Einiosaurus gesehen werden und lebte wie diese stets in größeren Herden.
Der Pflanzenfresser war 2 Meter hoch und 5 Meter lang, wog etwa 2,5 Tonnen. Von allen anderen Vertretern der Centrosaurinae unterscheidet sich der Rubeosaurus durch seine nach innen geneigten, stachelartigen Knochen im Nackenschild. Auch kommen bestimmte Charakteristika in ihrer Kombination so nur beim Rubeosaurus vor, darunter sein langer Knochenzapfen als Nashorn, der steil nach oben zeigt, und ein kurzer Knochenzapfen an der Rückenseite des Schädels, der eine abgerundete Spitze aufwies. Einiosaurus. Der Einiosaurus wurde erst 1985 entdeckt, als man Überreste der Spezies in der Two Medicine Formation im US-Bundesstaat Montana fand. Seinen Namen, der so viel wie Bison-Echse bedeutet, erhielt der Saurier 10 Jahre später. Der pflanzenfressende Ceratopsia besaß auf der Vorderseite des Schädels ein flaschenöffnerähnliches Nashorn, das nach vorne gebogen war. Über den Augen hatte er jeweils ein kleines, abgerundetes Horn. Mit einer Höhe von 2 Metern, Länge von bis zu 5 Metern und einem Gewicht von etwa 1,5 Tonnen gehört der Einiosaurus zu den kleineren Vertretern der Ceratopsia. Womöglich lebte er deshalb in Herden, um größeren Schutz für sich und seine Artgenossen zu gewährleisten. Bislang konnten Fossilien von mindestens 15 verschiedenen Exemplaren gefunden werden. Auch 3 Schädel waren unter diesen Entdeckungen. Mit einem stammigen Körper sowie robusten Gliedmaßen war der Einiosaurus unverwechselbar ein Vertreter der Ceratopsia. Diabloceratops. Der Diabloceratops zählt zu den Vogelbeckensauriern und lebte vor 84 bis 75 Millionen Jahren in Nordamerika, genauer dem heutigen US-Bundesstaat Utah. Dort wurden im Jahre 2002 Fossilien des Sauriers entdeckt. Der Name des Dinos stammt aus dem Griechischen und bedeutet etwa Gesicht mit Teufelshörnern. Er leitet sich von seinem massiven Schädel ab, der mit einer Halskrause und gebogenen Hörnern besetzt war. Das ausgesprochen kleine Nashorn wurde durch größere Hörner oberhalb der Augen ergänzt. Der Diabloceratops erreichte eine Größe von bis zu 3,5 Metern und eine Höhe von 1,5 Metern. Durch sein Gewicht von nur 150 Kilogramm war der Saurier im Vergleich zu anderen Ceratops weitaus leichter, dank seines starken Kiefers jedoch keinesfalls schutzlos. Mit seinem kraftvollen Biss und den spitzen Hörnern konnte er sich bestens gegen äußere Bedrohungen verteidigen. Styracosaurus. Der Styracosaurus lebte vor 70 bis 65 Millionen Jahren auf dem Gebiet, das heute vom US-amerikanischen Bundesstaat Montana sowie der kanadischen Provinz ausgemacht wird. Er ernährte sich ausschließlich von Pflanzen und wurde so seinem durchaus fürchteinflößenden Aussehen kaum gerecht. Mit einer Größe von bis zu 5,5 Metern und einem Gewicht von ungefähr 3 Tonnen wusste sich dieser Saurier jedoch durchaus zur Wehr zu setzen, zumal er mit einem von Stacheln besetzten Nackenschild ausgestattet war. Zur Verteidigung hatte er außerdem ein mächtiges Nasenhorn, mit dem er mit gesenktem Kopf so manchen Feind in die Flucht schlagen konnte. Wie viele andere Ceratopsia war auch das Nackenschild des Styracosaurus mit 2 großen Knochenfenstern ausgestattet, die mit einer Membran bespannt waren. So wurde das Gewicht des Schildes deutlich gesenkt und die Agilität des Sauriers erhöht. Der Styracosaurus ist uns bereits seit dem Jahre 1913 bekannt. Seine Faszination hat in all dieser Zeit jedoch keineswegs nachgelassen. Coahuilaceratops. Das Horngesicht aus Coahuila im heutigen Mexiko lebte vor 72 Millionen Jahren in der Oberkreide. Mit einer möglichen Länge von knapp 7 Metern wird er zu den größeren Vertretern der Ceratopsia gezählt, zumal er bis zu 5 Tonnen wiegen konnte. Er wurde erstmals 2010 beschrieben und ist damit der erste in Mexiko entdeckte Horndinosaurier. Mit den Superlativen ist jedoch noch nicht Schluss, denn der Coahuilaceratops ist noch in einem weiteren Aspekt einzigartig. Über beiden Augen verfügte er über Hörner, die mit einer Länge von 1,2 Metern deutlich größer waren als die anderer verwandter Dinosaurier. Sie dienten einerseits dem Anlocken von potenziellen Geschlechtspartnern, andererseits aber auch der Abschreckung von Raubdinosauriern. In der Gegend von Coahuila wurden zahlreiche Fossilien zusammen mit versteinerten Schnecken und Muscheln gefunden, weshalb Forscher davon ausgehen, dass der Coahuilaceratops wohl in Küstennähe gelebt haben muss. Zudem sind in den Gesteinsschichten, in denen man ihn entdeckte, viele fossile Entenschnabeldinosaurier-Skelette konserviert. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass ein Hurrikan die damaligen Bewohner der Region Coahuilas in Massen ausgelöscht haben könnte. Cosmoceratops. Hier ist er also, der spektakulärste Dinosaurier mit Hörnern überhaupt, der Cosmoceratops.
Seinem Namen als geschmücktes Horngesicht macht er alle Ehre, besaß er doch gleich 15 Hörner, die über seinen 2 Meter langen Schädel verteilt waren. 10 davon befanden sich an seiner Halskrause, 2 jeweils über den Augen, eines an der Nasenspitze und schließlich 2 weitere an jeder Wange. Forscher spekulieren seit Jahren darüber, welche Funktion sein prachtvoller Kopfschmuck wohl erfüllt haben mag. Die Theorien reichen dabei von einer Verteidigung gegenüber Räuber bis hin zu Regulatoren der Körpertemperatur. Mittlerweile gilt fast als sicher, dass der Kosmoceratops seine Hörner nutzte, um Artgenossen zur Fortpflanzung anzulocken. Er lebte vor 77 bis 72 Millionen Jahren auf dem Gebiet des US-Bundesstaats Utah, wo er im Jahre 2010 freigelegt wurde. Was den Kosmoceratops sonst noch außergewöhnlich macht? Unmittelbar nach seiner Entdeckung wurde er von Forschern als schönster Dinosaurier überhaupt und eines der faszinierendsten Lebewesen aller Zeiten bezeichnet. Mit einer Höhe von 1,8 Metern und einer Länge von 5 Metern eher unscheinbar, kann der Saurier also mit einer sagenhaften Schönheit glänzen und verdient sich Platz 1 auf unserer Liste. Die Saurierfamilie der Ceratopsia ähnelt sich in zahlreichen Merkmalen. So weisen diese Lebewesen meist einen robusten Rumpf gepaart mit einem massiven Schädel auf, der mit gebogenen Hörnern übersät ist. Meist dienten diese nicht nur der eigenen Verteidigung, sondern auch dazu, Artgenossen anzulocken, um sich schließlich fortpflanzen zu können. Sie lebten meist im Nordwesten der heutigen USA, in den Regionen der Bundesstaaten Montana und Utah, konnten jedoch bisweilen so südlich wie Mexiko gefunden werden. Sämtliche Vertreter der Gattung sind Pflanzenfresser und unterscheiden sich bis auf einige wenige Ausnahmen auch in Größe und Gewicht nur gering. Dennoch sind sie ausgesprochen vielfältig. Während einige Exemplare wahrhaft furchteinflößend aussahen und deshalb entsprechende Namen tragen, sind andere wiederum durch ihre besondere Schönheit berühmt geworden und stechen damit nicht nur unter den Dinosauriern, sondern allen Lebewesen heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.